Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ganz richtig geraten, es geht heute wieder um kubische Angelegenheiten und zwar wollen wir heute mit einer kubischen Identität gleich zwei ziemlich unterschiedliche Probleme knacken. Das erste Problem wird ein geometrisches Problem sein. Schauen wir uns dazu einmal einen Kreis an. Ja, circa. Und der hat natürlich wie jeder rechtschaffende Kreis auch einen Durchmesser. Und der ist natürlich zweimal dem Radius des Kreises. Den zeichnen wir da ein. Und dann kann man natürlich in so einen Kreis auch ein Dreieck hineinfantasieren. Okay, und das Dreieck hat natürlich drei Punkte, A, B und C, und hat auch drei Seiten, A, B und C. Und es hat natürlich auch einen Umfang, A plus B plus C. Außerdem hat ein Dreieck auch noch eine Fläche und diese Fläche bezeichnen wir mit Groß Delta. Und das kann man berechnen, diesen Ausdruck kann man berechnen als ein Viertel. Und da haben wir lange Quadratwurzel und in dieser Quadratwurzel stehen jetzt nur die Seiten drin, und zwar A plus B plus C, A plus B minus C, A plus C minus B und zum Schluss B plus C minus A. Also ein vierfaches Produkt und die Wurzel draus. Und dann gibt es noch eine Relation zwischen der Fläche und dem Radius und dem Produkt aller drei Seiten. Und diese Relation ist sehr bekannt, sollte man sich sozusagen immer parat halten. Das ist 4 mal die Fläche mal dem Radius und dieses Produkt ist gleich dem Produkt aller drei Seiten. Das ist auch eine wichtige Geschichte und das ist dieser Ausdruck hier unten ist natürlich bekannt unter Heron'scher Formel. So, und jetzt behaupte ich, dass es gilt folgende Ungleichung. Die Hälfte des Umfangs erhoben zur vierten Potenz dividiert durch die Fläche, noch einmal dividiert durch die Fläche plus Durchmesser mal Umfang, muss größer oder gleich 3 sein. Das ist zu beweisen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man das bewiesen hat, herausfinden, für welches Dreieck das Gleichheitszeichen gilt. Naja, man wird es schon riechen, es wird wahrscheinlich das gleichseitige Dreieck sein. Das wäre also die erste Behauptung. Und die zweite Behauptung ist folgende. Es gibt 5 ganze Zahlen, positive ganze Zahlen. P, Q, R, S und T. Und es gibt unendlich viele davon. Und zwar so, dass P hoch 3 gleich die Summe der anderen 4 hoch 3 sind. Also das habe ich, also B hoch 3 ist gleich Q hoch 3. Plus R hoch 3, plus S hoch 3, plus T hoch 3. Das wäre unsere zweite Geschichte, die wir mit einer einzigen Identität heute erschlagen wollen. Und dazu natürlich, nachdem wir diese Aufgaben gestellt haben, auf der nächsten Tafel die Lösung für beide. Ja, beide Probleme kann man mit folgender kubischen Identität lösen. Man sagt A plus B plus C hoch 3 ist gleich A plus B minus C hoch 3 plus A plus C minus B hoch 3 plus B plus C minus A hoch 3 plus 24ABC. Kann man leicht beweisen, man braucht also nur diese Trinome hier ausführen. Zusammen und wegzählen und tatsächlich wird man sehen, dass links und rechts dann dasselbe steht. Wie schauen diese Trinome aus? Machen wir ein Beispiel, das wäre dann A hoch 3 plus B hoch 3 plus C hoch 3 plus 3a Quadrat B plus 3a Quadrat C plus 3ab Quadrat plus 3b Quadrat C plus 3ac Quadrat plus 3b. C² plus 6ABC.
Und wenn man das für die restlichen drei noch macht, auf der rechten Seite, dann sieht man, dass sich das wirklich ausgeht. Okay, gut, wir sehen also A plus B plus C, das wäre schon einmal der Umfang hoch 3. Und dann können wir hier bei diesen drei Termen die AM-GM-Ungleichung anwenden. Wir haben also drei Summanden, dann muss natürlich U hoch 3 größer oder gleich 3 mal die dritte Wurzel aus dem Produkt dieser drei Summanden sein. Dann haben wir also A plus B minus C hoch 3 und so weiter. B plus C minus A hoch 3 plus 24ABC. Und dann haben wir natürlich hier 3 mal A plus B minus C und so weiter. B plus C minus A plus 24ABC. Und dieses Produkt hier aus diesen drei Faktoren, das tritt ja auch in unserer Flächenformel für das Dreieck auf. Wir haben ja Delta gleich 1/4 Quadratwurzel aus A plus B plus C mal A plus B minus C, B plus C minus A. Also tritt dieses Produkt auch hier auf. Und hier haben wir natürlich A plus B plus C, also U. Wenn wir diese Flächenformel, Herrische Flächenformel, quadrieren und mit 16 multiplizieren, haben wir 16 Delta Quadrat ist gleich U mal diesem Produkt. A plus B minus C, B plus C minus A. Also ist dieses Produkt gleich 16 Delta Quadrat durch U. Da haben wir also dieses Produkt A plus B minus C, B plus C minus A. Unsere Ungleichung wird dadurch U hoch 3 größer gleich. Haben wir hier den Dreier, dürfen wir nicht verschlafen, 16 Delta Quadrat durch U plus 24ABC. So, da können wir jetzt einmal faktorisieren, den 24er, dann haben wir U hoch 3 größer gleich 3 mal 16 Delta Quadrat durch U plus 3 mal 8ABC. Hier haben wir noch die Möglichkeit, das ABC zu ersetzen, nämlich durch welche Relation? Ja, diese Relation zwischen der Fläche und dem Umkreisradius. Und die hat gelautet, schreiben wir sie dort hin, also 4 mal Delta R ist gleich ABC. Also können wir statt diesem ABC noch die linke Seite einsetzen, dann haben wir U hoch 3 größer gleich 3 mal 16 Delta Quadrat durch U plus 3 mal 8 mal, hier haben wir 4 Delta R und 4 Delta R können wir umschreiben als 2 mal Delta D, da haben wir 8 mal 3 und das ist 16 hier. Okay, das bedeutet also, wir können 16 herausheben, das heißt U hoch 3 größer gleich 3 mal 16 Delta Quadrat durch U plus 3 mal 16 Delta U. Also können wir durch 16 dividieren und dann haben wir, und gleichzeitig auch mit U multiplizieren, das machen wir auch gleich. Und da haben wir kein U, sondern D. So. Ja, das heißt also, wir können hier einmal ein U hoch 4 Sechzehntel generieren. Und hier haben wir einen Dreier herauszuheben. Dann haben wir hier Delta Quadrat. Und hier haben wir unser D mal U mal Delta. Und letztlich ist das natürlich U halbe hoch 4, größer gleich 3 mal. Hier können wir das Delta herausheben, da haben wir Delta plus D mal U.
Entsprechend also genau das, was wir behauptet haben, dass also U halbe hoch 4 durch Delta mal Delta plus D mal U größer gleich 3 sein soll. Damit wäre also die erste Behauptung bewiesen. Und jetzt schauen wir uns noch dieses zahlentheoretische Gespenst an. Okay, jetzt zum zweiten Problem, also dieser Summe von kubierten Ganzzahlen. Da gehen wir her und sagen, dass das P gleich A plus B plus C ist. Dann haben wir das Q gleich A plus B minus C. Dann haben wir das R gleich A plus C minus B. Das S gleich B plus C minus A. Und es bleibt uns noch dieses T übrig. Da sagen wir, dass das T hoch 3 gleich 24 ABC sein soll. Und das faktorisieren wir gleich. Da haben wir 3 mal 2 hoch 3. Das ist 24 mal ABC. Und jetzt schauen wir uns an, was sind die Bedingungen, damit wir das wirklich machen können. Wir brauchen ja Zahlen, die größer 0 sind. Bei der ersten ist es klar, in dem Moment, wo A, B und C positive Zahlen sind, dann haben wir P ebenfalls positiv. Wenn das größer 0 sein soll, dann haben wir Dreieckszahlen, also sämtliche Zahlen, die auch sozusagen die Dreiecksbedingung erfüllen, sind dann beim Q erlaubt. Das gleiche gilt natürlich auch bei R und bei S. Also alle ganzen Zahlen, die auch Seitenlängen von Dreiecken bedeuten können, sind in diesem Spiel erlaubt. Und jetzt brauchen wir uns nur noch überlegen, wie wir ABC wählen, damit das tatsächlich eine dritte Potenz wird. Das bedeutet, dass wir mal zwei Faktoren Dreier haben müssen, die wir noch dazu nehmen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir A gleich 1 nehmen, dann muss B gleich 3 sein, C gleich 3 sein. Oder A gleich 1, B gleich 1 und dann ist das C gleich 9. In dem Fall haben wir tatsächlich eine Zahl der dritten Potenz. Dann haben wir also 3 mal 2 hoch 3 und dann haben wir 1 mal 3 mal 3. Beziehungsweise 3 mal 2 hoch 3, 1 mal 1 mal 9. Und all diese Zahlen sind Kuben. Schauen wir mal für den ersten Fall, oder machen wir römisch 1, was haben wir da? Wir haben dann P gleich 1 plus 3 plus 3, das ist 7. Q wäre dann 1 plus 3 minus 3, das ist natürlich 1. R ist 1 plus 3 minus 3, das ist auch 1. Und das S wäre 3 plus 3 minus 1 und das ist 5. Also müsste eine Lösung sein, 7 hoch 3 wäre also 1 hoch 3 plus 1 hoch 3 plus 5 hoch 3. Und hier haben wir, wenn wir das ausrechnen, 27 mal 8, also 27 mal 8 und das ist 216, was 6 hoch 3 ist. Also eine Lösung wäre zum Beispiel 7 hoch 3 ist gleich 1 hoch 3 plus 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 6 hoch 3. Wenn man das ausrechnet, dann bekommt man die richtige Antwort. Wir haben also 216, dann 125, 1, 1, wenn wir das zusammenzählen, haben wir 13 und dann haben wir hier 4 und hier haben wir 3 und das ist tatsächlich 7 hoch 3. Also ist diese Lösung richtig und wir sehen natürlich, so fortschreitend können wir natürlich das A höher setzen, dann können wir natürlich auch die Bs mit irgendwelchen ganzen Zahlen multiplizieren, müssen natürlich immer schauen, dass wir Kuben haben, aber im Wesentlichen sind es unendlich viele Lösungen. Also das ist sozusagen die Methode, wie wir dieses zahlentheoretische Problem mittels einer
Identität lösen. Ja, soweit also ein Beispiel dafür, dass man mit kubischen Identitäten auch noch andere Dinge machen kann, außer nur herumspielen. Wir sehen also Geometrie und Zahlentheorie, besonders in der Zahlentheorie sind Identitäten sehr wichtig. Es gibt dann auch noch viele, viele andere Beispiele für kubische Identitäten. Da gibt es also ganze Sammlungen und ich werde am Ende dieses Videos eine sehr interessante Webseite verlinken. Da kann man sich dann herumtummeln, da hat man dann ein ganzes Leben damit zu tun. Okay, hoffentlich war das interessant und anregend. Wenn dem so war, bitte dieses Video liken und den Kanal abonnieren. Danke, ciao, bis zum nächsten Mal.